Meredith bei Michaels Beerbaum, jetzt mit Fibonacci. Das geht angenehm los, eben mit Einzelsprüngen, ja, mit auch immer wieder ein bisschen Platz und Zeit dazwischen. So, ab jetzt 6, 2, 3 Galoppsprünge hin zur Dreifachen. Immer auch bis zum Ende versuchen, das Ganze so ein bisschen mit leicht Hand dran. Nicht zu stark nach vorne. Sehr, sehr dicht. Auch das ist vielleicht auch mal für die Pferde wieder ein bisschen was anderes, nachdem die Sprünge immer luftiger geworden sind. So, und jetzt muss man das zurück so ein bisschen deutlicher hinbekommen für eben auch dieses relativ enge Doppelsteil. Und so, so auch Meredith. Dass es hier bei diesem Ergebnis bleibt. Die dritte, die fehlerfrei bleibt, Meredith Michaels Beerbaum und Fibonacci. 75,8 Sekunden. Dritte, drittschnellste Zeit. Clear in 75,8 Seconds. Also nach zwei Runden 5 Punkte. Ja, da gab es gerade noch eine kleine Unterredung mit dem Parcourschef, auch vom Bundestrainer. Und glauben Sie mir, der hat wahrlich keine Chance, da seine Einflüsse geltend zu machen.